Für wen halten mich die Leute? Fragt heute Jesus seine Jünger. Und für mich stellt sich nicht so die Frage, die Jesus hier gestellt hat, wer er ist, weil da kommt das Bekenntnis im Evangelium, das wir gehört haben: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit hat sich die Sache erledigt. Viel mehr braucht man dazu nicht sagen. Aber welche Leute meint hier Jesus? Sind es nur die Jünger damals gewesen oder etwas darüber hinaus? Noch stutziger macht mich, was Jesus weiter sagt: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich habe dann nachgeschaut, weil irgendwas hat mir nicht gepasst bei der Übersetzung. Und im griechischen Original steht das ein bisschen anders. Das ist schon sinngemäß übersetzt, aber wenn man das Griechische heranzieht, müsste man übersetzen, nicht wer mein Jünger sein will, sondern wer mir nachgehen will. Wer so gehen will, wie ich gehe. Und so sieht man, worum es eigentlich in der Jüngerschaft geht. Das ist auch etwas, was in unserer Diözese, also in der Erzdiözese Wien, versucht wird zu leben. Der Kardinal hat dazu eingeladen, Jüngerschaftsschulen in der Diözese einzurichten. Wir sehen uns selber in Marienzersdorf als so eine Art von Jüngerschaftsschule. Aber ich glaube, dass der Kardinal viel mehr damit gemeint hat. Eben das, was Jesus meint. Wer mir nachfolgen will, wer so gehen will, wie ich gegangen bin, der nehme sein Kreuz auf sich. Und so kann man erkennen, woran diese Nachfolge und Jüngerschaft besteht, worin sie besteht. Hast du dich schon mal gefragt, was dein Kreuz ist? Also nicht das, was dir schwerfällt. Weil das kann man leicht aufzählen. Besonders wenn man in der Früh aufsteht oder aufstehen muss, weiß man, was einem schwerfällt. Außer du bist ein früher Vogel, kann auch sein. Also mir kommt das Aufstehen sehr schwer. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Was ist also dein Kreuz? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt, was mein Kreuz ist. Das ist einer der Texte, die mich schon seit sehr langer Zeit begleiten. Ich habe einmal, bevor ich in den Orden eingetreten bin, von meinen Freunden eine Bibel bekommen, also eine kleine Bibel, weil ich nur eine größere hatte. Und die habe ich dann mitgenommen. Die steht auch in meinem Zimmer, die habe ich schon lange nicht angerührt. Aber ich weiß ganz genau, was auf der ersten Seite als Widmung steht. Ich habe mich damals ein bisschen geärgert. Also das hat ein Marek geschrieben. Er hat mir genau das geschrieben: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mich geärgert, na, du, was schreibst du mir da rein, also mit Kreuz? Aber dieser Satz ist ziemlich wichtig, weil er zeigt, worin unsere Nachfolge bestehen soll. In diesem Annehmen des Kreuzes. Und das Kreuz ist eigentlich die Einladung, die Gott mir und dir gibt. Und das muss nichts Schweres sein. Aber das ist etwas, das dich zum Tode führen wird. Man kann auch Menschen lieben und aus dieser Liebe irgendwann sterben. Und es ist nichts Schlimmes, aus Liebe zu sterben. Ich glaube, das meint Jesus hier. Etwas, das mich und dich in meinem Leben bis zu unserem Ende begleiten wird. Das ist das Kreuz. Und das kann anstrengend sein manchmal, aber muss es nicht. Was dieses Kreuz ist, musst du selber entdecken. Aber für mich selber ist es leicht zu sehen. Das ist etwas, was mich ständig begleitet in meinem Leben.
Das ist das Kreuz, das ich trage, täglich. Und dieses Kreuz, das du zu tragen hast, mag es schwer oder leicht sein, führt uns zum Haus des Vaters. Und das ist etwas, was noch verwirrender ist, was Jesus dann sagt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Was meint Jesus damit? Soll ich all das Gute, weil Leben ist etwas Gutes, soll ich das weggeben? Jesus macht hier ein bisschen Gedankensprünge, da denke ich mir. Aber was er damit wirklich meint, ist, dass all das, was wir manchmal als unser Leben sehen und uns nicht zum Sterben in Christus führt, das sollen wir verlieren. Was nicht dein und mein Kreuz ist, das sollen wir lassen. Ist unwichtig. Sind manchmal Verpflichtungen in der Familie, die man hat, oder in der Arbeit, die man sich selber auferlegt, die einem anderen auferlegen, in der Gemeinschaft, in der du lebst. Oder Sachen, von denen man überzeugt ist, man müsse sie machen. Kannst du am Ende des Tages sagen, ja, das habe ich mit ihm getan, mit Jesus. Mit ihm bin ich ein Stück weit gestorben vielleicht, weil es anstrengend war oder mich irgendwie aufgezehrt hat. Wenn du das am Ende des Tages sagen kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann bist du das, was hier die Einheitsübersetzung mit Jünger übersetzt. Also der, der ihm nachfolgt, der ihm nachgeht. Es mag hart klingen, weil das ist Sterben, Leben, also ein bisschen Gegensatz. Aber letzten Endes, was ist der Tod? Ja, nichts anderes als der Beginn des Lebens in Gott. Also so wirklich Leben in Gott. Ohne all diese anstrengenden Sachen, die dich und mich im Alltag begleiten. Dorthin wird uns Jesus führen. Und dieses Sterben in Christus, das muss man lernen. Das ist nicht so einfach. Aber die Nachfolge ist dasselbe zu tun, was Jesus getan hat. Was hat er getan? Ja, 30 Jahre hat er nichts Besonderes getan. Dann 3 Jahre hat er wirklich hart gearbeitet und dann ist er gestorben. So einfach ist das. Was ist dein Weg? Wie viel verborgenes Leben brauchst du noch, um dann wirklich sein Reich zu verkünden? Und am Ende des Tages sich in die Arme des Vaters zu begeben, weil das ist eigentlich der Tod, den Jesus hier meint. All das, was nicht Leben in Gott ist, brauchen wir letzten Endes nicht. Ich möchte euch dazu ermutigen, so wie Jesus zu sein. Vielleicht besonders im Sommer, da hat man andere Verpflichtungen als normal. Ich will nicht sagen, dass, da hat man weniger zu tun, weil das ist ein bisschen trügerisch. Das ist so wie mit der Pension. Ich kenne sehr viele Leute, die erzählt haben, ja, Pension, da werde ich tolle Sachen machen, alles, was ich noch nicht gemacht habe. Ja, hast keine Zeit, hast andere Verpflichtungen und machst doch in andere Dinge ständig, von denen du nicht vermutest hast, du wirst sie machen. Aber das soll uns nicht beunruhigen, das, was wir tun, sondern wie wir das tun. Wie ich in diesem Sommer den Menschen begegne, die mir Gott vor die Tür schickt. Also ich rede nicht unbedingt von Flüchtlingen jetzt, sondern einfach von Begegnungen, die stattfinden werden. Wie wirst du das annehmen? Das ist das Entscheidende. Da muss man manchmal ein bisschen zurückstecken, damit man nett sein kann,
ist nicht immer so einfach, wenn man nicht gut geschlafen hat oder der Kopf wehtut oder sonst was. Aber Jesus will uns in diese Freiheit hineinführen, in das Leben in Gott, in das Leben in den Armen des Vaters. Das ist, wozu er einlädt. Und es kann sein, dass du stolperst auf deinem Weg, dass deine Schritte nicht die Schritte Jesu sein werden. Aber die Einladung gilt jeden Tag aufs Neue. Du kannst jeden Tag versuchen, in seine Fußstapfen zu treten, ihm nachzufolgen, mit all dem, was dein Leben ausmacht, damit du das vielleicht ein bisschen verlieren kannst, aber letzten Endes etwas gewinnen wirst, was bleibend ist. Diese große Umarmung, die Gott jedem von uns schenken will. Ich habe das jetzt diese Woche auch erlebt. Also die letzten Wochen waren ein bisschen anstrengend für mich, weil ich viel, war viel unterwegs. Ich will nicht sagen, dass ich viel gearbeitet habe, aber es war anstrengend für mich. Und als ich am Donnerstag nach Wien kam, zu einer Veranstaltung, da wusste ich, dass ich zu Hause bin. Da gab es nur einen einfachen Lobpreis, irgendeinen Impuls. Und ich habe ein Wort gehört, das mich irgendwie aufgeregt hat. Der Redner, Piet Grieg, hat gesagt, Gott liebt dich, weil er dich mag. Ja, ich unterscheide das immer ein bisschen. Man kann Menschen lieben, ohne sie zu mögen. Aber Gott ist anders als wir. Er ist sicher anders als ich. Und das möchte ich euch für den Sommer mitgeben. Gott mag dich und deswegen liebt er dich. Nur deswegen. Lass dich von seinen Armen umschließen und versuche, die Fußstapfen Jesu zu erwischen, jeden Tag aufs Neue, damit das, was wir manchmal als fürs Leben notwendig erachten, uns nicht davon abhält, nach dem zu streben, was das wahre Leben ist.